Was geht ab, meine lieben Comic-Freunde? Willkommen zurück im Flo-Universum. Heute habe ich für euch meine Comic-Review zu The Magic Order. Danke nochmal an Panini Comics, die mir dieses Exemplar zur Rezension zur Verfügung gestellt haben. Hinter der Wirklichkeit liegt eine Welt der Magie, der Wunder und der Monster. Seit 1000 Jahren beschützt ein magischer Orden um die Familie Moonstone die Menschheit im Verborgenen vor Albträumen, von denen die meisten gar nichts wissen. Dabei haben die Moonstones schon genug Probleme mit einer Tochter, die sich von allem außer dem Alkohol befreien kann, und einem hochbegabten Sohn, der jedoch dem Zauberstab abgeschworen hat. Doch unter den Magiern tobt ein hasserfüllter Konflikt, der endgültig eskaliert, als die ruchlose Madame Albany einen unaufhaltsamen Zaubererkiller entfesselt. Ja, das war der Inhalt von dem Ganzen. Jetzt kommen wir auch schon zur Story. Wie ich schon erwähnt habe, es geht einfach um eine Magierfamilie, die ziemlich zerstreut ist und ziemlich kaputt ist auch. Man bekommt eigentlich gar keine richtige Einführung in das Ganze. Man wird einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Story reingeworfen und man lernt auch nicht wirklich die Charaktere kennen. Man muss sich mit den Charakteren identifizieren. Denn jeder Charakter hat etwas, das man selber auch hat, wo man sich selber auch ein bisschen wieder sieht. Und genau das fand ich auch so geil an der Story. Das waren eigentlich hauptsächlich die Charaktere, die Story so gut gemacht haben. Also Mark Millar, ich glaube, ich brauche nicht viel dazu sagen, Subautor, hat Kick-Ass gemacht und viel anderen Stuff. Es gibt ja auch ein kleines Kick-Ass Easter Egg, also wenn ihr das Comic lest, unbedingt mal nachschauen. Ja, und die Story ist einfach nur grandios mit einem richtig geilen Plot-Twist am Ende, sogar einen zweifachen. Und einfach nur eine wunderschöne Story. Ich möchte gar nicht zu viel zur Story sagen. Wie gesagt, es geht einfach um Magier. Und für mich waren Magier immer ein richtig geiles Thema. Aber ich hatte nie wirklich eine Geschichte oder einen Film oder was dazu, der wirklich so richtig geil war. Harry Potter war da, aber sonst gab es nicht wirklich was. Und genau dafür ist The Magic Order da. Ich bin mega zufrieden mit der Story. Kommen wir auch schon zu den Zeichnungen, die von Oliver Köppel gezeichnet sind. Er hat auch Thor gemacht. Ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen, wenn ihr die Zeichnungen seht. Wunderschöne Zeichnungen, richtig düster und ausgebleicht koloriert. Also richtig schön, die Action kommt ja auch wunderschön zur Geltung, wenn es hier mal wirklich Kämpfe gibt zwischen Zauberstäben und Magiern. Ab und zu wusste ich nicht ganz am Anfang, welcher Charakter welcher ist. Da habe ich mich mega schwer getan bei der Einführung und konnte den nicht ganz auseinanderkennen. Vor allem, weil der Moonstone zwei blonde Söhne hat. Und da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Aber wenn man dann drin ist, dann versteht man das Ganze. Ich musste auch bei ein paar Seiten mal zurückblättern, damit ich das Ganze verstehe. Ist aber jetzt nicht irgendwie schlimm oder so. Aber waren an sich wirklich wunderschöne Zeichnungen. Und ich muss sagen, zum Stil von Mark Miller hat es einfach nur perfekt gepasst. Ja, und wir sind auch schon wieder beim Fazit angelangt. Ich bin froh, dass Netflix ein Comic gemacht hat und ich finde es einfach so wunderschön. Ich glaube, das ist eines der besten Comics, die ich jemals gelesen habe. Wie gesagt, das Einzige, was ich daran aussetzen würde, wäre eben, dass die Zeichnungen teilweise, die Charaktere vielleicht ein bisschen gleich aussehen oder ein bisschen unverständlich gestaltet sind. Aber man wird hier einfach in ein neues Universum reingeworfen, in eine komplett neue Welt, also wirklich komplett geile neue Charaktere, die man so noch nie gesehen hat, und das Ganze funktioniert einfach nur wunderbar und deswegen bekommt The Magic Order von mir 9,5 von 10 Punkten. Ich will ja eigentlich 10 geben, aber wie gesagt, das mit den Zeichnungen ist einfach ist das, was ein bisschen abgeht, dass man da ein bisschen Wiedererkennungswert hat, aber ich muss sagen, es ist ein grandioses, richtig, richtig schönes Comic. Und wenn ihr mal abseits von Marvel und DC was lesen wollt, holt euch das Ding. Es ist, glaube ich, aktuell mein Lieblingscomic jetzt. Ich habe wirklich schon lange nicht mehr so ein geiles Comic gelesen. Und ich glaube, ich werde mir jetzt öfter wieder mal ein bisschen abseits von Marvel und DC wieder ein bisschen reingreifen. Weil da gibt es echt schöne Sachen. Und ich kann es euch empfehlen, wie gesagt, wie ihr seht, ich bin begeistert von dem Teil. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Wenn ihr das Teil gelesen habt, unbedingt in die Kommentare. Ansonsten war es das von mir. Ciao.